May 10th, 1941. 500 German bombers take off for the war's heaviest air raid on London. A desperate attempt to bring Britain to her knees. The same evening, a plane takes off from Augsburg, in the same direction. The pilot wants to bring matters to a head, in his own way. It's his last day of freedom. The man is an idol, even today, to people like these. They never learn. Mein Vater hat mehrfach geäußert, dass er diese Bestrebungen, die diese jungen Rechtsradikalen verfolgen, für absolut falsch hält, weil sie Deutschland mehr schaden, als sie nützen. Und hat sie eben als Spinner und als nicht besonders geistig befähigt hingestellt. Mein Führer, Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Hess had no regret for his past, what he tried to do, and his previous career as a Nazi. He was one to the end, no question about that. Penn believed what he'd done was right, and so on. So in that case, to me, he wasn't a very choice character. Of all Hitler's henchmen, he was the truest believer. Der Hess war ein bisschen ein Spinner, immer gewesen. Und ein Romantiker, das wussten wir alle. Wir wussten, dass er so verschiedene Eigenheiten hatte, dass er zum Beispiel auch an Kräuterdoktoren und solche Sachen glaubte. Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland! Hess was born in Alexandria, outside Germany, just like the man under whose spell he was to fall. The Hess family made their money from colonial trade. Their firstborn grew up in grandeur, among the elite. Hess's father possessed all the virtues of an expatriate German. Familie Hess war sehr deutsch-national. Vater Hess in seinem Office hatte er, in seinem Büro hatte er immer ein, hinter seinem Stuhl hatte er ein großes Bild von Kaiser Wilhelm, Schnurrbart, hängen gehabt. Und an seinem Geburtstag hatte er sich ein Glas Wein einschenken lassen und hat zum Wohl des Kaisers getrunken. The family spent every summer here, in the remote Fichtel Mountains, cut off from the reality of the empire. A carefree youth, Rudolf's father saw him as the crown prince. He was sent to boarding school. They wanted him to become a merchant. Rudolf wasn't asked what he wanted. Er hat ja auch die kaufmännische Lehre in Hamburg gemacht. Aber Vater Hess, das war ja sehr schlimm für Vater Hess, wie nun sein Ältester keineswegs Kaufmann wurde, sondern eben seinen Weg dann ging. That way took him to war. August 1914. People were carried away by the deceptive euphoria of a feeling of national unity. Hess was a volunteer in the 1st Bavarian Infantry Regiment. At their farewell, the crowd was confident of victory. To the Western Front. Trench warfare.
The battlefield put its stamp on the young lieutenant's view of the world. Military obedience, just like home, and a sense of security. Elated, he wrote to his parents, "Burning towns, breathtakingly beautiful. War." Even a severe wound did not quell his enthusiasm. As soon as he recovered, he volunteered for the new elite troop, the Air Corps. He arrived too late for any heroic deeds. The war had been lost before he finished his training. But he stayed faithful to flying, in his own way. As a frontline soldier, Hess was allowed to enter university without a school-leaving certificate. At the University of Munich, he formed an acquaintance with far-reaching consequences. General Haushofer lectured in geopolitics and demanded Lebensraum in the East. The time was not yet ripe for this madness. Munich, November 1918. The brief socialist revolution was to Hess a stab in the back, explaining Germany's defeat. He soon found a scapegoat. Ich selbst war bis dahin kein Antisemit. Die Tatsachen von 1918 und später waren aber so in die Augen springend, dass ich mich zum Antisemitismus bekehren musste. Hess was not the only one with such thoughts. He found a sanctuary in a secret circle of the elite in Munich, the Tourist Society. Their headquarters, an elegant hotel. Their symbol, the swastika. Their ideal, Aryan man. Communists wiped out the aristocratic leaders of the secret lodge. Hess only just escaped with his life. In May 1919, the rule of the Red Workers' Councils came to an end. In a violent struggle, paramilitary gangs of thugs, the Freikorps, grabbed power in Munich. The student Hess joined this counter-revolution. Here he found a political home, and in the smoky atmosphere of Munich beer cellars made another acquaintance with far-reaching consequences. Unter Ehre, unter Kraft, unter Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. 1920, wie mein Vater aus der Gefangenschaft kam und Rudolf meine Brüder zum Deutschballspielen abgeholt hat, kann ich mich erinnern, wie die Mutter Hess mal zu uns kam und gesagt hat, da ist ein Mann, den müssen Sie hören, der spricht, dann müssen Sie, wenn Sie den hören, das ist fantastisch. Adolf Hitler, a revelation that transformed Hess's life. And a revelation to many others, too. In 1920, Hess signed up unconditionally with the demagogue, membership number 16. He recruited students to the SA, the stormtroopers. He was always prominent in brawls, such as the beer hall putsch of November 1923, when Hitler tried to seize power in Bavaria, and failed miserably. The death cult, centered on those who died in the putsch, later became the ritual of the regime. At the front, as always, Rudolf Hess. Alles das, wir verdanken es mit den ersten Männern. Denn wenn damals ihn niemand gefunden hätte, für dieses zukünftige Reich einzustehen mit Leib und mit Leben, hätte sie auch später keiner finden. But these first men first found themselves behind bars. Landsberg war ja also nicht so Gefängnis, müssen Sie sich vorstellen, sondern es war ja großzügiger. Und dann war in der Mitte der Tisch und da saßen sie sich gegenüber. Der gute Polizist schlief in der Ecke oder nicht. Und ich saß irgendwo daneben und musste mich eben für mich amüsieren, die Stunde. In this luxurious detention, Hitler appointed his fellow prisoner as his secretary. Hess's career began where it ended, in prison. With his help, Hitler wrote his political manifesto, Mein Kampf. Hess wrote to his girlfriend, "I am devoted to him now more so than ever. I love him." The slow rise to power. A party rally in their cups, in uniform. Hitler was uniquely gifted in exploiting the fears of the time. Always one step behind his private secretary.
Hess organized the long campaign for the voters' favor. In the service of his master, he was happy to take a back seat. Treue, absolute Unterwürfigkeit. Hitler, der Führer, der Lehrmeister, der Messias und Hess, der Jünger. Der alles für seinen Herrn zu tun bereit war. Hess was of service in the air, too. He used the party plane on the campaign and also to scatter left-wing rallies by hedge-hopping over them. He was twice convicted for this by the district court. The convicted man and his fiancée, Ilse Pröhl, one of the first women to join the party. He had taken his time over proposing. Sie waren ja also beide zurückhaltend, nicht? Und vor allen Dingen auch mein Schwager. Und mein Schwager wahrscheinlich, der auch noch gedacht hat, na ja, soll er sie schon an sich binden? Es waren ja immerhin sehr aufregende Zeiten. Hitler finally talked him into going ahead with the wedding, at which Hitler was a witness. Ilse Hess had to share her husband's love with him. In January 1933, Hess wrote from Berlin, "My dear girl, am I dreaming or am I awake? I'm sitting in the Chancellor's study in the Reich Chancellery." He got what he wanted. His secretary stepped into the limelight with him and was rewarded for his dedication. Hitler appointed him the party's deputy Führer. A promising title. Wenn man annimmt, Hitler wäre etwas zugestoßen, wäre an einer Krankheit gestorben, in einem Unfall oder er wäre umgebracht worden. Ich denke, Hess wäre nie imstande gewesen, die Bewegung zu führen. Hess's vocation, the most servile of his master's servants. Deutschland marschiert und München baut auf. Building for the dictatorship. In the capital city of the movement, the party headquarters was erected under the deputy's direction. Megalomania in hewn stone. But behind the colossal facade hid a machine, which was to work its way into every aspect of life. Seduction and brutality. The National Socialist Party used both. Blind obedience was the foundation of the new Reich. The party, the cornerstone of Hitler's power. Hess, the administrator, loyal and harmless. Er war Stellvertreter des Führers in der Nationalsozialistischen Partei, die damals schon gar nichts mehr zu sagen hatte. Denn das Deutsche Reich hat sich ja langsam schon in ein autoritäres Reich verwandelt, wo Hitler ohne irgendwem zu fragen frei regieren konnte. Und die Partei wurde eigentlich unter uns als Gesangsverein betrachtet. A choral society with tough rules. They did more than sing here. Anyone who danced out of step was brutally punished. Chief of staff of the SA stormtroopers, Ernst Röhm, wanted too much power at the expense of the German army. He was gunned down. Hess justified this murder as necessary for the good of the state. So treu, wie der alte SA-Mann zum Führer steht, so treu, wie der Führer zu seiner alten SA. Der Führer hat die Schuldigen bestraft. Unser Verhältnis zur SA ist damit wieder verfallen. Power games. The deputy needed an assistant too. Martin Bormann, single-mindedly ambitious, unscrupulous, and glad to do the dirty work. A master of intrigue who slowly undermined Hess's power. Er war ein Büffel, klein und stämmig und sehr durchsetzungsfähig und teilweise grob, besonders mit seiner Frau. Und also der war. Und so, was wir mitgekriegt haben, waren
sagen wir mal, bis auf Himmler, alle gegen ihn. Es hat ihn keiner mögen. Hess depended more and more on his secretary. Like Hitler, Hess shunned tedious paperwork. He preferred to play the foreign minister of the party. When expatriate Germans gathered in Stuttgart every year, the expatriate Hess was on home ground. His fervor was as fatal as it was genuine. Hier steht vor mir als Ausschnitt der großen deutschen Volksgemeinschaft. Der Volksgemeinschaft, die sich über die Grenzen unseres Reiches hinaus erstreckt. Geht hinaus und berichtet, Deutschland lebt und wird leben, weil ein Adolf Hitler lebt. Hess loved to play the role of high priest of the party. Wir kommen zum Eide. Ich schwöre Adolf Hitler unerschütterliche Treue. Ich schwöre ihm und den Führern, die er mir bestimmt. Und der Hess war ein sehr gutes Aushängeschild für die Partei, weil an seiner Integrität konnte man nicht zweifeln. Und unter dieser Integrität entstanden doch enorme Schweinereien. Atrocities Hess knew about. He hid the terror of the regime under a cloak of terse, bureaucratic German. Die nationalsozialistische Gesetzgebung hat gegen die Überfremdung korrigierend eingegriffen. Ich sage korrigierend. Denn das im nationalsozialistischen Deutschland, das Judentum, nicht etwa rücksichtslos ausgerottet wurde, beweist die Tatsache, dass zum Beispiel in Berlin noch immer fast 50% Nicht-Arier zur ärztlichen Kassenpraxis zugelassen sind. In the party, Hess was a moral zealot. In his private life, a picture of respectability. No alcohol, no cigarettes, no dancing even. At home in Harlaching, he led a quiet life. The naming ceremony of his son, a small party, a handful of guests. Adolf Hitler was godfather. His name immortalized in the family visitor's book. The night of November the 9th, 1938. The Kristallnacht pogrom. Hess did not know about the order to set fire to the synagogues. He was no longer in the inner circle. Das war zum ersten einjährigen Geburtstag seines Sohnes, da war zur Namensgebung, da war die Familie versammelt. Und wir saßen schon beim Abendessen und da kam er rein und er war grün im Gesicht, möchte ich sagen. Und natürlich haben alle gesagt, was ist denn los? Und ich merkte, wie unangenehm ihm das war, weil er das nicht verteidigen konnte, was da passiert war. But some things he did know about and supported. For example, the Nuremberg Race Laws of 1935, signed by Reichsminister Hess. The barring of Jewish doctors and lawyers, signed by Reichsminister Hess. Corporal punishment for Jews in occupied Poland, proposed by Reichsminister Hess. Er war ein absoluter Mittäter. Er war eine Person, die nie in irgendeiner Form eine Kritik am Geschehen in jener Zeit geübt hat. Im Gegenteil, er war eine Person, die dem Führer in einer Nibelungentreue ergeben war. Still, the deputy saw his Führer less and less. When, at a reunion of the old fighters of the Munich Beer Hall Putsch, Hitler escaped an assassination attempt, Hess saw him as a medium for higher powers. Immer war die Vorsehung mit dem Führer. Und immer hat sie alles, was seine Gegner gegen ihn unternahmen, letzten Endes zu seinen Gunsten gewandt und damit gewandt zugunsten des deutschen Volkes. Hurt by the loss of Hitler's favor, Hess started to flee reality. His behavior appeared increasingly odd. Rudolf Hess versuchte, den Stuhl in der Balance zu halten. Und in dem Moment, wo er das versuchte, starrte er auf diesen Stuhl und er fiel dann, wenn er die Hände wegnahm, immer entweder nach rückwärts oder nach vorwärts wieder um.
Und ich fand das sehr merkwürdig und fragte meinen Vater. Und er sagte, ja, das ist tatsächlich etwas merkwürdig. Der Herr Hess glaubt an Telekinese. And in an agreement with Britain, the Duke of Windsor on a visit to Germany, for Hess, a sign of rapprochement between the two Germanic peoples. Hess did not realize that the Duke's alleged Nazi sympathies would find no support in Britain. With Hitler at a reception for British frontline soldiers, a reunion of veterans of the Great War. Nur ein in Süddeutschland, in Baden wird die Rhein, diese Rheintiefebene wird ebenfalls kultiviert. We British never felt anything but great respect. For Hess, friendship with Britain was a credo. For Hitler, merely a strategic goal. Sehr viel Land gewonnen heute, dadurch, dass wir gewisse Gebiete, die zurzeit vermoert sind oder die Sümpfe sind und so weiter, dass wir die eben durch den Arbeitsdienst kultivieren. At first, the British played along. The Munich Agreement. The Western powers wanted to win time and thought they could appease the dictator with concessions. Hess had nothing to do with any of this. Hitler no longer took his idiosyncratic deputy seriously. Mein Schwager war, also weiß Gott, sehr beansprucht und war auf Toten müde. Aber er konnte sich ja so halten, er schmiss sich dann nach Tisch. Da weiß ich noch, bei sich im Schlafzimmer, auch in der Wilhelmstraße eben, legte er sich flach lang auf den Boden, er nannte das Relaxieren, war Ruhe, 15 Minuten, und dann sprang er auf und war ganz frisch. Hess withdrew into his private life. Where the dictator was steering Germany, he refused to see. With his head in the air, he spoke of the German will for peace, when war was already on the doorstep. Der Führer hat Deutschland bekenntlich zum Frieden oft genug betont. Und mit Freuden können wir feststellen, dass dieser Weckruf für den Frieden auch in anderen Nationen nicht ungehört verhallt ist. Dass auch Frontsoldaten anderer Nationen mutig ihre Stimme erhoben haben. Und ich bin überzeugt, dass wir bestimmt. Those voices fell silent when Hitler invaded Poland. Blitzkrieg. Rapid victory. Hess was overjoyed, but the commander-in-chief was gathering others around him. Ständig ergehen vom Führerhauptquartier die entscheidenden Weisungen und Befehle. Sollten ihr in diesem Kampf in uns etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Parteigenosse Göring. Sollte Parteigenossen etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger Parteigenosse Hess. The third in command in the Third Reich. At a coffee clutch with the League of German Girls, something of a come down. When Hitler invaded France, Hess saw it as a war on the wrong front. Victory after 6 weeks. The trapped British army escaped across the sea at Dunkirk. Did Hitler let them get away? Hess thought so. Bei England immer wieder angeboten, eine Freundschaft. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden. The victory in the West was a personal triumph for Hitler. From then on, he regarded himself as infallible. The greatest commander of all time. He no longer listened to advice, especially not from his deputy. Hess, meanwhile, had taken up astrology. Did Hess suspect the high point of jubilation was also a turning point? He believed that war with England was based on a misunderstanding and secretly looked for a solution. But Churchill did not want peace with this Germany. Hitler's plan did not work. Neither bombs nor promises could make the British change their minds. On dem einen Tag wurde Hess zum Essen eingeladen, zum Abendessen, der kam auch.
Und fast zum Ende des Essens kam Dr. Dietrichter als Sprecher mit einer Meldung und sagte, mein Führer, die Engländer wollen nicht. Aber um was es da ging, das weiß ich natürlich nicht. Daraufhin sagte er, ja, mein Gott, was soll ich denn noch da tun? Ich kann doch nicht hinfliegen, mich auf die Knie werfen. Hitler couldn't, but Hess could. He came to a solitary decision. Professor Haushofer, his old teacher, acted as advisor. Hess tried to make contact with the enemy, but the British Secret Service intercepted his message. By now, he wanted to fly to Britain himself. Without consulting Hitler, it was high treason. During a walk in the woods with Haushofer, he made his decision. Da hat mir die Rede diktiert. Ich habe mir bloß damals beim Schreiben immer gedacht, ich muss wissen, woher Hess die Rede halten wird. Wie kommt an englische Offiziere ran? Das war mir nicht klar. Aber hat mir dann das Ehrenwort abgenommen, dass ich mit niemandem über diese Rede sprechen darf. At Messerschmitt's in Augsburg, he began test flights. On May the 1st, 1941, he made his last speech here, of all places. Mit Wirkung vom heutigen Tage hat der Führer zu Pionieren der Arbeit ernannt. Den Parteigenossen, Professor Dr. Willy Messerschmitt. And no one suspected a thing. Wenn der Stellvertreter des Führers sagt, er will dem Führer beweisen, dass er Luftwaffen voll tauglich ist. Und deshalb, um dies zu beweisen, möchte er längere Flüge machen. Jawohl, Herr Reichsminister. Ne? Wir haben keine Notwendigkeit, dies nicht zur Kenntnis zu nehmen. Wir haben es zur Kenntnis genommen, damit war es für uns erledigt. On May the 4th, Hess went to Berlin again. It was the deputy's last public appearance. Der Führer gab in seiner großen Rede dem deutschen Volk einen Bericht über die einzigartigen Leistungen unserer Wehrmacht im Feldzug im Südosten. Gleichzeitig hielt scharfe Abrechnung mit dem Weltbrandstifter Churchill. At this point, Hitler had only one thing on his mind. Preparations for the Russian campaign. He wanted to risk a war on two fronts. He met his deputy in the Reich Chancellery. Their last private conversation lasted 4 hours. There has been much speculation about what they discussed. Only one thing is certain. Hess thought he was acting in accordance with Hitler's wishes. Damals machte man ja Politik wie Indianer spielen, so ungefähr. Ich sag immer, da schaut überall der Winnetou, der Karl May und der Old Shatterhand heraus. Das war keine diplomatische, moderne Politik, wie man sich das vorstellt im Sinne von Talleyrand oder Bismarck. May the 10th, 5:45 p.m. Hess took off from Augsburg. The moon was full. An astrologer had predicted the stars would be favorable. The deputy was well prepared. At 10:15, he flew over the Scottish coast. His goal was the country estate of the Duke of Hamilton. Hess had met him briefly in 1936. He hoped to find in him an influential go-between. With a strength of about 16,000 men. An irony of history. Hamilton was head of air defense in Scotland. At his command, pursuit planes took off to shoot down the intruder. But Hess was lucky. In Scotland, air defense was weak. He just managed to escape his pursuers. So we couldn't have done any more at that time. I mean, he was going far too fast, too high, too fast. But of course, we didn't reckon that one aircraft was going to do all that much damage, we hoped. Just a few miles short of his goal, Hess parachuted to the ground. A leap into the unknown. At the Berghof, they still suspected nothing of the deputy's flight. Until Hess's adjutants arrived with a farewell letter. Hitler was appalled. Wie kann der Hess mir sowas antun? Das war eine aufregende Szene, was zu tun wäre. Jeder wusste nicht, was wird geschehen, was passiert. Keiner wusste was. Jeder wartete auf die Nachricht, ist Hess hingekommen, ist Hess nicht hingekommen.
Hess's plane. It crashed on a hill near Glasgow. The pilot found himself on a Scottish farm. The Home Guard took Hess prisoner and locked him up in a scout hall. And then the Duke of Hamilton and Ivan Kilpatrick, they arrived about midnight. So they went in to see my prisoner. I withdrew from the room, but I had a shaving mirror, which had produced, put it above the door so that I could see what was going on, because this was obviously a very important meeting. And there was Hess, sitting up in bed, talking very vigorously to the two senior people. London the following day. Scenes of devastation after the German air raid. Even the Houses of Parliament had been hit. Churchill inspecting the damage. He wasn't told about the mysterious German pilot until the evening. When my father told Churchill the story, and he told him alone with the Secretary of State for Air, Churchill said to him, "Do you mean to tell me that the Deputy Führer of Germany is in our hands?" And he looked at my father as though he was having hallucinations. And my father said that was who he said he was. And Churchill replied, "Well, Hess or no Hess, I'm going to see the Marx Brothers." Damage control at the Bergkopf. What would Germany's allies think? Hitler hesitated for a while, then acted. With Bormann, he drew up his statement for the radio. In der Gestapo hat man mir den Brief, vielleicht war es eine Abschrift oder das war es im Original, den Brief, den Abschiedsbrief an den Führer vorgelegt, worin mich besonders beeindruckt hatte, bitte lassen Sie es meine Leute, also Adjutanten, Fahrer und Kriminaler, nicht entgelten. Also er hat vielleicht gerechnet mit einem vorübergehenden Ärger des Führers. There was anger on all sides. Hess was put in the Tower of London. He had come at an extremely bad time for the British government. Churchill feared it might seem, particularly to the Soviet Union, that the British were secretly negotiating with Nazi Germany. Stalin was still Hitler's ally. He ignored warnings of a German invasion. Hess's flight increased Stalin's mistrust of Churchill. He suspected the wrong man. By the time Hess gets to England, we had our secret information, which we passed on to Stalin, that Hitler intended to attack Russia, which meant that we would have another ally in Russia. Versuchen, den Stoß aufzuhalten. Unaufhaltsam geht es weiter vorwärts. Hitler's Operation Barbarossa ended the Hess affair. Hitler could finally stage the campaign he had always wanted, the war of annihilation over Lebensraum in the East. The deputy's flight did not leave a gap in the Nazi leadership. Martin Bormann became his closest confidant. Hitler did not appoint a new deputy. Hitler hat gesagt, dass bei einem Friedensvertrag verlangen würde, dass Hess ausgeliefert würde und dass wegen Hochverrat angeklagt und dann exportiert werden würde. A farewell letter to Hitler from his place of imprisonment. Hess realized he had failed. He brooded over possible reasons. He made the first of three suicide attempts. 4 years later, Germany, a country in ruins. In Nuremberg, where Hitler had held his party rallies, the Allies tried his henchmen. The return was a shock to Hess.
In his mind, he was still living in the world he had left 4 years earlier. Der Anblick dieser Angeklagten war wirklich erschütternd. Erschütternd in seiner Schäbigkeit. Alle diese großen Männer, die sahen so erbärmlich aus. Sie saßen auch schon erbärmlich da. Sie waren ja auch alle irgendwie schlecht angezogen, weil sie auch dünner geworden und ihre prächtigen Kleider ihnen nicht mehr passten. Aber sie saßen auch irgendwie alle wie Lumpenhaufen da auf ihrer Bank. Hess was indicted on all counts, although he had flown to Britain before the Holocaust and the invasion of Russia. Wenn es richtig ist, dass der Angeklagte verhandlungsunfähig ist, so muss das Hohe Gericht das Verfahren gegen den Angeklagten vorläufig einstellen. Amnesia is not of the type. It's a complete blotting out of the personality. A sick man? Hess pretended to be suffering from amnesia. Was it a result of truth drugs during his imprisonment? Or mental derangement? After 2 weeks, Hess caused a sensation. Um vorzubeugen, dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. The Soviet prosecutor demanded the death penalty. In the end, Hess was sentenced to life imprisonment. Looking backwards, it does seem perhaps too severe. Der letzte Tag des 9 Monate währenden Prozesses. Hess's address to the court, a confession without remorse. Es war mir vergönnt, viele Jahre meines Lebens unter dem größten Sohne zu wirken, den mein Volk in seiner 1000-jährigen Geschichte hervorgebracht hat. Selbst wenn ich es könnte, wollte ich diese Zeit nicht auslöschen aus meinem Dasein. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe, meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann eines Führers. Ich bereue nichts. In Spandau prison, he shut himself off more and more from reality. He was isolated from his fellow prisoners. The others were released, the last in 1966. Baldur von Schirach, former leader of all the youth movements, including the Hitler Youth. And Albert Speer, Hitler's armaments minister. From then on, Hess was the only one left in Spandau, deputizing for all the others. Und wir haben ja aus Anlass der Entlassung von Scheer und Speer eine sogenannte Erklärung 1. Oktober 1966 verfasst. Und da haben die an die Staatsoberhäupter dafür gewarnt, nämlich an den Papst und verschiedene andere Repräsentanten des öffentlichen Lebens geschickt. Davon hat er Wind bekommen und hat dann einen sehr guten Brief geschrieben, in dem er also sagt, ich habe gehört, dass ihr ein Gnadengesuch gestellt habt. Merkt euch eines, ich will nicht auf meiner Weste einen Punkt haben wie der Herr von Stein, von dem man weiß, dass er an Napoleon einen Gnadengesuch gekriegt hat, dann kommt der schöne Satz, meine Ehre steht mir höher als die Freiheit. Not until 1969 did Rudolf Hess let his family visit him. He was still interested in stargazing. About his flight, he was obliged to remain silent. In the end, I got him a more modern hospital bed, which, you know, could bend so that he could sit up comfortably in it. I got him a slightly lower one than he'd had before, so it wasn't so difficult getting in and out. And he'd have his hot plates on either side and eat his food slowly. He ate an awful amount, I mean a tremendous amount, for a person of his age. He selected his own choice of food. He had his own cooks to prepare it for him. No salt, part of his hypochondria. Then he would watch television. That was his other occupation. Particularly, he liked watching tennis and football. The monthly changing of the guard. As one of the occupying powers, the Soviet Union blocked the release of the world's most expensive prisoner. To keep the prison as a bridgehead in West Berlin, Hess became a bone of contention. Es ist nun, meine Damen und Herren, die Zeit gekommen. People from across the political spectrum spoke in favor of his release. Er ist ein 92-jähriger Greis.
Er hat keine irdischen Hoffnungen mehr. Welchem Gefühl, welchem menschlichen Wert soll so ein Strafvollzug noch dienen? In der Hitlerzeit gab es keine Gnade. Und heute? But there was to be no mercy for the deputy yet. Not until the Gorbachev era was the fourth Allied power ready to talk. But the will to live of the 93-year-old was ebbing away. Hess, during the time that I saw him, was generally asking for something. He wanted this, he wanted that. He complained of various and sundry medical kinds of conditions, pain here, upset stomach there. And for the 2 or 3 months before his suicide, he stopped complaining. Flughafen Berlin-Tegel, heute Mittag. Wolf Rüdiger Hess, der Sohn des früheren Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess, traf in Berlin ein. Er kam, um nach dem Tode seines Vaters gestern Nachmittag mit den Alliierten die Übergabe des Leichnams zu besprechen. The family believed he had been murdered and thought they knew why. Und zwar ist die Frage nach dem Motiv. Was ist das Motiv gewesen, das die Engländer ihn umgebracht haben? Und das Motiv ist das. Die Westmächte haben seit 20 Jahren etwa vor seinem Tod zum Teil öffentlich, zum Teil hinter den Kulissen bekannt gegeben. Ich habe Briefe darüber, wo sie also klipp und klar sagen, wir sind bereit, Rudolf Hess aus humanitären Gründen ohne Auflagen zu entlassen. Und sie wussten, sie konnten das immer wieder sagen, weil sie wussten, das Veto der Russen kommt mit absoluter Sicherheit. Und plötzlich war also dieses Veto nicht mehr vorhanden. Was Rudolf Hess murdered? Even after his death, the deputy was posing riddles. But there was a suicide note. Written a few minutes before my death, to all my loved ones, thank you for all the kind things you have done for me. To the family, it's a fake. Es ist der Inhalt, es ist die Form. Mein Schwiegervater hat sehr auf Form geachtet. Er ist ohne Datum. Er enthält eine Abschiedsform, die er nie mehr gebraucht hat, seit sein Sohn eine Familie hat. Und es ist ein Punkt, den ich jetzt halt erwähnen muss. Er erwähnt nicht ein einziges Mal die Kinder da drin, die ihm sehr am Herzen lagen. Und ich nehme an, er hätte sich von ihnen mit Sicherheit extra verabschiedet. An expert report found no evidence of forgery. The family had a second autopsy carried out. The results contradicted the Allies' post-mortem report in parts and became the most important argument in the murder theory. Das gibt unser Gutachten nicht her. Wenn man genau das Gutachten, und wir haben uns jeden Satz überlegt, das dürfen Sie glauben, wenn wir es genau durchlesen, gibt unser Gutachten nichts her, dass wir in der Lage wären, eine dritte Hand zu beweisen. The summer house in Spandau. The extension cord that was found around the dead man's neck. And then an alleged witness. Er schildert also, dass weil amerikanischer Monat war, zwei Mitglieder dieses SIS, vergleichbar unserer GSG 9, etwas brutaler offensichtlich, in amerikanischer Uniform ins Gefängnis geschickt worden sind und mein Vater am Nachmittag des 17. Mai im Garten aufgelauert haben und ihn dort erdrosselt haben im, im Gartenhaus. The key witness. Rudolf Hess lag auf dem Rücken und zwei unformierter Soldat, eine große, so dunkle und eine kleine. Er stand wie die Mörder, so gelassener, also nicht Schauspieler, sondern so richtig professionelle Killer. Two unknown men in American uniform. We found one of them. The people that he's referring to, I would assume, is myself and my medical personnel that he didn't know. Obviously, we had no contact with him, so he wouldn't know us. That's the only two people that were in that room with him at the time when he showed up. The death of Rudolf Hess. There is still no evidence that a murder took place. But the case is not yet closed. Well, it's a good story, isn't it? I mean, it's a good mystery story if you want to make it so. And because of the doubts that are being cast, I mean, not just in books, but on television as well, this is widespread. So it's an easy hook to hang a story on. Hess's last flight. The funeral had to be postponed because right-wing extremists had surrounded the cemetery. The fanatical beliefs that Hess held on to till the end have not been buried with him. Könnte ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte. Ich bereue nichts.